Erstmals seit vielen Jahren gilt in Afghanistan eine Waffenruhe zwischen Regierung und den Taliban. Doch obwohl alle den Krieg satt haben, lehnt die radikal-islamische Gruppe eine längere Feuerpause ab. Angeblich fürchtet sie, ein falsches Signal zu senden. Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan lehnen eine Verlängerung der historischen Feuerpause ab. Die Waffenruhe werde wie geplant am Sonntagabend enden, teilte ein Taliban-Sprecher mit. Die Taliban würden ihre Einsätze daher ab dem Sonntagabend fortsetzen. Die Feuerpause der afghanischen Regierung gilt seit Dienstag. Präsident Ashraf Ghani hatte vorher angekündigt, dass die Regierungstruppen die einwöchige Feuerpause verlängern würden und die Taliban ebenfalls dazu aufgefordert. Unterdessen wurden bei zwei Selbstmordanschlägen im Osten des Landes nach Behördenangaben rund 50 Menschen getötet. Wir haben nicht die Absicht, die Feuerpause zu verlängern, sagte der Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid der Nachrichtenagentur AFP über WhatsApp. Die Taliban hatten ihrerseits ihre Kämpfer aufgefordert, während der ersten drei Tage des Zuckerfestes zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan keine Angriffe auf afghanische Sicherheitskräfte zu verüben. Es war das erste Mal in dem seit 2001 andauernden Konflikt, dass die Taliban eine Feuerpause ausriefen. Mit dem Beginn der Feuerpause am Dienstag und des Zuckerfestes am Freitag war es überall in Afghanistan zu ungewöhnlichen Szenen gekommen. Afghanische Sicherheitskräfte und Zivilisten umarmten Taliban-Kämpfer aus Freude über die Waffenruhe, beglückwünschten einander zum Zuckerfest und posierten gemeinsam für Fotos. Ein Taliban-Befehlshaber erklärte, dass alle den Krieg satt haben, und wenn unsere Anführer es anordnen, werden wir die Waffenruhe für immer einhalten. Andere Befehlshaber der Radikal-Islamisten drückten dagegen ihren Unmut darüber aus, dass Taliban-Kämpfe von der Regierung kontrollierte Gebiete besuchten und mit Sicherheitskräften feierten. Präsident Ashraf Ghani hatte die Sicherheitskräfte in einer Fernsehansprache angewiesen, auf ihren Verteidigungspositionen zu bleiben. Wie lange die Feuerpause auf Seiten der Regierungstruppen andauern soll, ist noch unklar. International hatte die Aussicht auf eine länger anhaltende Waffenruhe vorsichtige Hoffnungen geschürt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Ghanis angekündigte Verlängerung der Waffenruhe auf Twitter als einzigartige Chance für die Taliban bezeichnet. Ein westlicher Diplomat in Kabul warnte jedoch, eine längere Waffenruhe würde Gesprächsbereitschaft der Taliban signalisieren. Daran seien die Kämpfer aber nicht interessiert. Sie wollen einen vollständigen Sieg, erklärte der Diplomat, der anonym bleiben wollte. Die jüngsten Anschläge ereigneten sich am Samstag und Sonntag in der östlichen Provinz Nangarhar. Am Sonntag wurden bei einer Explosion vor dem Büro des Provinzgouverneurs in Jalalabad laut afghanischen Sicherheitskreisen mindestens 10 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Ein Sprecher des Gouverneurs gab die Zahl der Todesopfer mit mindestens 18 an, 49 weitere Menschen seien verletzt worden. Am Samstag hatte sich ein Attentäter im Bezirk Rodat nahe Jalalabad in die Luft gesprengt, inmitten einer Feier der eigentlich verfeindeten Regierungsarmee, Taliban-Kämpfern sowie Zivilisten. Die Zahl der Opfer stieg inzwischen auf mindestens 36 Tote und 65 Verletzte, wie Najibullah Karmawal, der Chef der Gesundheitsbehörde der Provinz, sagte. Der afghanische Ableger der Terrorgruppe Islamischer Staat, IS, hat sich zu der Tat bekannt. Quelle: ntv.de